Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und ich will mal loslaufen, bevor das ganze Event im Inn vorbei ist. Bevor ich da überhaupt bin, nicht wahr? Und währenddessen kann ich meine Einleitung machen. Das ist jetzt meine 7. Aufnahme in Folge. Ich habe mir jetzt einen Tee geholt, um meinen Hals gleich ein bisschen entspannen zu lassen. Und wir sind zwar eine Stunde zu spät, aber wir haben natürlich jetzt die große Inn-Party und ich bin gespannt, was uns hier alles erwartet. Welcome to our inaugural session of Dragons and Drama. I'll be striving to provide the historically accurate experience, but if I slip on any details, please speak up. I wrote a backstory for my character Phantasm. She's a druid, and she can talk to flowers, and she loves nature. But I don't get what to do with all these numbers. Follow my lead, Celine. I set all of these useless stats to one so my mind stat can be 67. Which you would think isn't possible for a starter character, but if you look at rules section 107 paragraph 2, you'll see that... Phew! Editing sure does know her stuff. Look here, Phantasm. I'm whittling out some miniatures for the game. This is Celine's druid, Daffodilia. And this is Adeline's wizard, Moonsilver. And this is Bellow's thief, Snicklefritz. Me? I am Bad Brad, the bearded bard. Please call him by his full name. Ugh. Is this what I get for arriving late to the cards table? I have no idea what's going on or why everyone keeps calling me Snicklefritz. Oh mein Gott, das ist eine Session auf jeden Fall. Hit me. Ooh, she sounds pretty confident, don't you think, Rice? Wish I could say. I just deal the cards, man. I'm in for 50 more tesserae. Oh, sogar... Sie spielen sogar um Geld. Oh, that bluff work. That won't work on me. Are you quite certain you don't need any more cards, Nora? Are you sure you don't need any more cards, Errol? Now, now. Let's keep it friendly. No need to get worked up. Hey guys, 4 of a kind is good, right? Or should I hold out for 5 of a kind? Guys? Ach ja. Hey, ich will mit Rena sprechen. Ich kann... Doch. Natürlich, turn in. You made it! What did I tell you? It's a full house. Why don't you go around and see what everyone's up to? Oh, and here's a free drink. Danke. So. Jenem 3 Sachen kann ich derzeit noch nicht erledigen, aber ist auch nicht so schlimm. These other folks at their games. I like to really sit with a drink and appreciate it, you know what I mean? Certainly. Better to turn your senses to one thing and give it the attention it deserves. Isn't that right, young Mark? Phantasm, come here, come here. I'll let you in on a little secret. You're not so bad, huh? Oh, what was I saying? Oh my. It seems our young blacksmith is a bit of a lightweight. It's because he's drinking the cheap stuff. Just like you, Velen. Having no palate is nothing to be ashamed of. Here, try some of my wine. You'll see. I suppose you've had plenty of time to refine your tastes, but as a doctor, I simply can't recommend drinking at home, alone. A girl can't get a little sloppy on a Monday night? This is why you have a reputation for being stiff, Velen. I have a reputation. Come here and sit with me, Phantasm. The girls are fighting. What fun! Aelin has been talking about this game for... office for weeks. I hope the others are excited as he is. Sometimes I can't tell if those two are friends or enemies. I suppose it isn't too important as long as they can share a drink. Und jetzt haben wir noch die Kinder und dann haben wir mit allen gesprochen, denke ich. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine lustige kleine Sache. Und dass sie Dungeons and Dragons unten spielen oder ihre Version davon, das ist auch ziemlich lustig. Psst, Phantasm! Don't let anyone see you. The coast is clear. Now, before we tell you anything, you have to pinky swear you won't tell anyone. Because we're planning a heist.
Look is the brains. Del is the brawn. I'm the face. And you're the courier phantasm. And our target is... Mr. Beller! His secrets, more precisely. Why does he always keep his door locked? Is it because we keep trying to go in there uninvited? We're going to find out. Meet us here next week, Phantasm. Oh, ist das so eine kleine Hidden Side Quest? Das ist ziemlich cool. Gut, ich glaube, ich habe jetzt mit allen gesprochen. Hast du noch was zu sagen? Last time they were here, Holt broke into song for 2 hours. I may have politely asked Aelin to rein him in a little. No offense, Holt. Okay. Ich denke, ich habe jetzt wirklich alles abgesprochen, was ich absprechen kann. Und damit haben wir dieses kleine Event auch erledigt. Das ist ziemlich cool. Hat mich gefreut. Wir haben auch mit Aelin gesprochen, denke ich. Außer Henrietta, dem Huhn. Nein! Und nicht mit Rayna selbst. Das kann ich natürlich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. The inn is so full. This is what I call a successful night. Thanks for coming by and being part of it, Phantasm. Ja, jetzt gehe ich aber. Okay, ich möchte mit Henrietta, dem Huhn, noch reden. Und dann schauen wir, was wir mit meinen letzten 20 Stamina machen. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Holz hacken. Oder die Seeds, die ich in der Tasche habe, vielleicht abgeben. Oder beziehungsweise Pflanzen nicht abgeben. Und ich denke, dann haben wir alles erledigt für heute. Die Sweetwater Farm. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo eine Lilac. Henrietta, my beloved. Henrietta rubs her beak against your leg. It seems that she likes you. Oh, das freut mich. Hühner sind schon irgendwie cute. Aber hey, wem sage ich das? Ich bin ein Dorfjunge. Ich finde alle Dorftiere eigentlich cute. Auf ihre Art und Weise. Okay. Ich sehe keine Lilac, hier sehe ich nur einen Dandelion. Löwenzahn. Gut, dann geht's zurück auf die Farm und wir hacken ein bisschen Holz und dann machen wir Feierabend. Ganz entspannter Abend, nicht wahr? Puh, die Farm, da gibt's noch viel zu tun, nicht wahr? Wait, ich wollte gar nicht Holz hacken, ich wollte Feld pflügen. So. Mehr kann ich gerade nicht pflanzen, weil ich an den Rand meiner Ausdauer stoße. Und dementsprechend wird es Zeit für den Feierabend, nicht wahr? Lagern wir unser Getränk und den Dandelion ein. Speichern wir und dann geht es in den morgigen Tag. Go sleep. Und dann würde ich sagen, morgen pflanzen wir das restliche Saatgut ein. Ah ja, stimmt, wir haben auch die Turnips verkauft und deshalb ein bisschen Geld bekommen. Unser Town Rank dürfte wahrscheinlich jetzt auch wieder abgehen. Yep, Town Rank Level 6. New Reward, wunderbar. Und mehr Geld. Das ist sehr gut. Das kann ich dann wieder in mehr Saatgut investieren. Und wir haben Saturday. Leider habe ich es nicht geschafft, die Brücke bis heute zu reparieren. Aber bis nächste Woche haben wir sie garantiert. Und das ist doch immer auch etwas, nicht wahr? So. Pflanzen wir als erstes unser Saatgut, was wir noch hier haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Und dann heißt es erstmal alles durchgießen. Oder lass mich erstmal kurz ernten und jetzt gießen, genau. Bing, bing, bing.
So. Uns kostet das schon eine ganze Menge Ausdauer, überhaupt alles zu gießen. Was verständlich ist, das ist keine einfache Aufgabe. Aber es ist schon beeindruckend, wie viel Ausdauer uns das kostet. Schaut, wir haben den Tag kaum richtig begonnen und wir sind jetzt bei 67 schon. Und ich will ja noch ein bisschen Holz hacken. So. Ich hoffe, dass wir eine gute Anzahl an Holz zusammenbekommen. So 20, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir auch 30 zusammen, aber ich glaube nicht. Dafür reicht meine Ausdauer erstmal nicht. Wenn wir die Suppe dann essen, vielleicht. Oh. Ich habe den Pilz zerschlagen, der da lag. Ich weiß auch nicht mal, ob ich den ernten konnte. So. 12. 13. Okay. Wir haben jetzt schon 15. Wir werden auf jeden Fall morgen, also am morgigen Spieltag, oder heute, nachdem wir die Suppe getrunken haben, genug Ausdauer haben, beziehungsweise genug Holz farmen können, um die Brücke gänzlich zu reparieren. Ah ja, stimmt. Wir haben Post. Slice Turnip Receipt. Phantasm, we received your shipment of turnips this morning from Baylor. You're doing great work over there. I've attached my receipt for sliced turnips. I thought you might want to try it out. Enjoy, Nora. Definitiv. Nehme ich doch gern. Reopening the mines. Phantasm, I need your help with something important. Please meet myself and Curator Errol at the museum west of town to discuss the reopening of the mines. Das ist natürlich etwas, was wir tun wollen. Aber lasst mich noch ganz kurz hier ein paar Kleinigkeiten machen. Zack, zack. 1, 2, 3. Und einmal kann ich noch was wegholzen. Okay, sehr schön. Dann können wir natürlich auch das Rezept noch lesen. Und damit haben wir Sliced Turnip. Dann sprechen wir mit unserem guten Guardian. What a pleasant breeze. The flower petals smell nice, don't they? Yep. Ich möchte einmal upgraden. Woodcrafting, Hammer Timing, Lumberjack, Masonry, Forager. Breaking a branch will sometimes drop an extra piece of wood. Das hätte ich vorher haben sollen, verdammt. Aber gut, ich nehme es jetzt, wie es ist. Und weil uns das gesagt wurde von Errol, würde ich sagen, nicht von Errol, von Ayland, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rüber, zur Sweetwater Farm. Schauen, ob wir eine Lilac finden. Tun wir leider nicht, schade. Und... Oh, hi. I love Friday nights at the inn. It was so nice to see everyone relaxing. Hold. A nice fella, but I've asked him not to come down to the farm. His pants upset the animals. Was? Never. Henrietta, mein geliebtes Huhn. Henriettas plumage ripples as she gives a sleepy stretch. Sehr schön, sehr schön. Ich denke, wenn wir Heu oder das andere Futter, was wir gefunden haben, Henrietta geben würden, würde sie uns noch mehr mögen. Oh, wir haben Lilacs gefunden. Sehr gut. Damit haben wir doch diese Quest auch so gut wie erledigt. Ach, die Musik ist so entspannt von dem Spiel. Gut. Wenn ich jetzt ins Museum gehe, müsste sofort die Quest beginnen. Exakt. Phantasm, thank you for joining us. I hope you haven't roped Phantasm into your schemes, Ayland. Oh, I do love a good scheme. Then you'll love this. I believe the time has come to discuss reopening the mines.
ein kurzer Sip von meinem Tee. Hey, Lent, with all due respect, I believe we should be focusing on a museum. We don't have the workforce to reopen the mines in a commercial capacity. Whereas the museum is drawing interest from as far as the capital already. I believe it is the surest way to raise Mystria's renown, which should be our top priority. We are in agreement that a museum should be our focus, Errol. However, with the arrival of Phantasm, I believe we now have the perfect person to begin exploring the mines. Shipments of ore would be invaluable to the town, and there are surely incredible artifacts just waiting to be discovered in the depths. We're in the mines condemned after the earthquake. The more dangerous the adventure, the better. Tatsächlich muss ich hier sagen, die Minen nach einem Erdbeben zu betreten ist schon ziemlich gefährlich. Deshalb gehen wir für das obere. Haha, they sure were. No rewards without risk, eh? Well, I appreciate the enthusiasm. I simply can't approve of a reopening at this time. Structural damage or seam slippage. The elevator has stopped working. And I've been hearing strange sounds from below. Surely you're not keeping the mines shut over some eerie noises, Errol. I would be happy to reconvene on the matter when Mystria's town rank has reached at least Stone Star rank, if that would satisfy you too. I can see there's no budging you, Errol. Well, at least we have a goal inside, Phantasm. How can I help? Turning in items for museum sets, completing requests, and shipping items are all ways that you can help to raise Mystria's renown. Let's get to it. The mines will be reopened in no time. I'm glad to see you so enthused, Island. Das mit dem ihn Deutsch aussprechen, das hat sich auch komplett erledigt, wie ihr gemerkt habt. So, Quest erledigt. Falsche Richtung. Nämlich Thema Quest, wollte ich kurz schauen. Genau, das war Juniper, der ich die Lilac bringen sollte. Dann machen wir das mal eben, damit die auch aus der Tasche verschwindet. Donk. Hey, watch yourself around the forge. You'll get burned if you're careless. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Danke für den Hinweis. I try to give Mart space at the forge when I can. He really likes getting into the zone, you know? Yep, arbeitende Menschen sollte man nicht belästigen. Errol used to be the foreman of the mines before the earthquake caused the tunnel collapse. He kept going back in until he's got every miner out. He takes his responsibilities very seriously. Errol, du bist so ein guter Mann. Wir haben dich echt nicht verdient. Den haben wir hier. Sometimes an afternoon walk in the garden is just a thing. It's so lovely here. Between you and me, Celine volunteered to handle the grounds garden and she's done a great job. Ach, muss bitte am Sonntag eine Person mit so einem richtig miesen, dicken Auspuff hier langfahren? Ich will doch einfach nur entspannt mein Spiel aufnehmen. Hallihallo, Dozy. You can tell that Dozy thinks a bath would be just the thing for you. Okay, Dozy. Nur weil du es bist. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe... egal. Komm. Hier, Dozy. Nimm die Money. Dozy wags his tail furiously. Wir gehen erstmal eine Runde baden. Bling. Und unsere Ausdauer ist wieder vollständig. You can tell that Dozy is wishing you a pleasant rest of your day. Sehr schön, sehr schön. Damit können wir nämlich problemlos den Rest erkunden. Beziehungsweise abholzen. If you're looking for a new project, come on by the shop. There's lots of ways to improve your farm. Das ist richtig. Ich würde sagen, ich kümmere mich um den Rest der NPCs später. Wait, wo ist Celine? Oh, Celine kommt uns entgegen, das ist sehr gut. Weil dann kann ich ihr nämlich eine Lilac geben, während ich die andere aufgabentechnisch Juniper gehe. I was walking by the old mine and heard some odd noise.
Oh, I know just what to do with this. Thank you, Phantasm. Und du bekommst die andere. Well, well. Adeline's little request board scheme actually works. I'm impressed. Now follow me. Oh, die Crew. What are you little gremlins doing here? We're following that smell. That super gross smell. If I knew bats could smell, make you smell like this, I wouldn't try to avoid them. It's like stink armor. What's in the cauldron isn't for the bath. It's for a health tonic. With one zip, you'll be instantly refreshed. No one is going to drink that if it tastes as bad as it smells. But I have yet to add the final ingredient. Phantasm, if you would. Ooh, magic! There we are. That unfortunate smell has cleared right up. Don't you agree, Smantav? Smells like old wet socks. Smells like fresh fertilizer. An obvious improvement. Now, who to test it on? Oh, oh, me! While I admire your enthusiasm, Del, I think we should reward the intrepid adventurer who retrieved the final ingredient. Ah. Donk. Oh no. Cool. Very interesting. The lilac appears to have inverted the potion's intended effect. Phantasm doesn't look too good. We should go get Dr. Valen. There is no need to get that woman in. Was? Dr. Valen ist eine Frau? Ich bin sehr erstaunt. Ich habe jetzt zum zweiten Mal komplett falsch eingeschätzt, wer was ist. Wait. Nein, ich möchte die Cutscene nicht skippen. Here now, Phantasm. Why don't you toddle off to the bath? It's on me. Ja, ich meine, ich habe schon einmal bezahlt heute, also bitte. Das war auch das Mindeste. Bling. Und wir sind komplett voll wieder. See, kids, right as a rain, and to make sure there's no lingering effects, your next 5 bathhouse Your next 5 bathhouse visits are free, Phantasm. Who would ever want to take that many baths? Yuck! Thank you again for your assistance, Phantasm. I'll be sure to call you again in the future. Now, why don't you all scoot out of here? I need to do a post-experiment write-up. Are you sure? We could help you come up with lots of ways to describe how bad it smells. Hot garbage. Duck burps. Das ist natürlich alles sehr hilfreich. Und ich meine, die 5 nächsten Baths sind auf Kappe von ihr. Das ist sehr, sehr gut für uns. Okay. Dann würde ich sagen, holzen wir noch ein bisschen. Weil wir haben ja jetzt genug Ausdauer, um die restlichen Hits zu machen. Und dann haben wir diese Request, diese Main Story Request dann auch fertig. Ist natürlich nur die Sache, erstmal noch Holz zu finden, nicht wahr? Wo ist mein Holz? Da. Okay. Ich werde die Tulpe dann pflücken, wenn ich fertig bin. Extra Holz, sehr schön. Und ein paar Wildberries noch. Nehme ich alles mit. So, ich glaube, wir hatten ja genau 30. Das heißt, ich brauche noch 4 weitere und dann haben wir es. Lass mir nochmal hier reinschauen. Oh, wir haben 31. Okay, das heißt noch 3. Dann gehe ich nochmal kurz in den Süden und hole die letzten 3 Hits für Holz, die mit ein bisschen Glück sogar hier frei rumliegen. Ja, da haben wir schon mal 1. Bling. Wirklich? Kein weiteres Holz mehr hier?
Habe ich wirklich alles genommen? Kann doch nicht sein, dass gerade an zwei scheitert. Das ist doch gerade sehr traurig, oder? Ich muss wirklich nochmal zur Farm zurückgehen. Ach Mensch, ach Mensch. Na gut, dann gehen wir nochmal zur Farm zurück. Und holen uns da ein bisschen Holz auf den Weg. Vielleicht finde ich hier noch was am Wegesrand. Mit ein bisschen Glück. Weil ich möchte auf jeden Fall jetzt noch die... Ah, da. Ich möchte auf jeden Fall noch die Brückenquest abschließen. Bevor ich den Part beende. Komm, noch ein Stück. Da. Unser letztes Stück. Sehr gut. Wir haben genug, um die Quest abzuschließen. Die Bären nehmen wir natürlich auch mit. Zack. Hier haben wir noch mehr Bären. Ich kann echt so einen richtigen Bärenladen aufmachen mit den ganzen Wildbären, die ich finde. Ich wette, wenn ich die alle verkaufen würde, würde ich tatsächlich auch einiges an Gewinn machen. Aber wir schauen erstmal. Wir können ja alles horten. So richtig, richtig schön horten. Und wir geben jetzt ab, was wir abgeben wollen. Nämlich die letzten drei Stücken Holz. Und damit ist der Auftrag erledigt. Okay. Er ist nicht auto erledigt. Das heißt, wir müssen noch mit unserer guten Bürgermeisterin sprechen. Aber das mache ich im nächsten Part. Ich gehe jetzt zurück zum Haus. Und werde ganz gemütlich den Abschluss für den heutigen Part einläuten. Und ich glaube, dann ist auch erstmal genug mit Aufnahmen. Ich habe 7 Stück, also 7 Parts am Stück aufgenommen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist schon eine Weile her. Und deshalb bin ich eigentlich auch ganz froh darüber. Und ja, dann würde ich sagen, während ich jetzt zurücklaufe, mache ich dann mein Outro. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ihr werdet noch einiges an Fields of Mystria in Zukunft sehen. Ich werde auch gespannt die Early Access Entwicklung von dem Titel beobachten. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut!